Was geht ab? Hier ist dein Joker rund um Apple. Apple hat gerade iOS 15.4 veröffentlicht. Viele neue Features, leider nicht für jedes iPhone. Welche ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet und wie ihr sie einrichten könnt. In diesem Video viel Spaß! Die erste Funktion, die wir uns anschauen, die ist in Notruf und SOS. Dort hat Apple eine sinnvolle Erweiterung hinterlegt und zwar durchhalten anrufen. Vorher musste man ja 5-mal drücken, um quasi einen Notruf auszulösen oder den Countdown auszulösen. Jetzt kann man in den Seiten gedrückt halten, dann erscheint quasi der Slider, wo man den Notruf absetzen kann oder man hält weiter gedrückt und es wird dann der Notruf nach einem Countdown automatisch ausgelöst. Eine kleine, aber feine Einstellung finden wir in den Einstellungen unter TV. Hier habt ihr die Möglichkeit, Posterbild oder Einzelbild auszuwählen und das macht den Unterschied in der TV-App, wo ihr entweder das Vorschaubild für die Serie seht oder das Bild, was ihr als letztes gesehen habt, als ihr auf Stopp gedrückt habt. Endlich ist es soweit, man kann jetzt seine Impfung in der Health-App bzw. im Wallet hinterlegen. Dafür scannt man einfach seinen QR-Code ein, landet in der Wallet-App und kann dann hier sozusagen dieses zur Wallet bzw. zu der Health-App hinzufügen und kann dann über die Wallet beispielsweise dieses anzeigen, wenn man in ein Café geht oder wenn man es irgendwo vorzeigen muss. Sehr spät, aber man braucht zumindest jetzt keine Drittanbieter-App mehr. Die Anzeige in der Wallet-App beispielsweise ist, so wie wir es auch kennen, einfach als Karte hinterlegt mit allen Informationen, die quasi für das Vorzeigen nötig sind. In der Health-App sieht das ähnlich aus. Dort hat man auch gleich den QR-Code, den man voll sehen kann und alle Informationen, die hinterlegt sind für diese Impfung. Apple baut den eigenen Passwortmanager immer weiter aus. So ist es jetzt Pflicht beispielsweise, wenn man einen neuen Login abspeichert, dass ein Benutzername mit hinterlegt wird und man hat die Möglichkeit, auch eine Notiz zu hinterlegen für diesen Login, um sich beispielsweise an irgendetwas zu erinnern. In der Whoist-App wurde auch nachgebessert und zwar die Information, wenn beispielsweise ein fremder AirTag mit einem unterwegs ist. Apple hat hier ja viel Kritik einstecken müssen für die Nutzung der AirTags, beispielsweise für Stalking. Und das soll jetzt zumindest mit iOS 15.4 verbessert werden. Man bekommt schneller Hinweise darauf, wenn ein fremder AirTag mit einem unterwegs ist. Das Signal soll lauter sein und es gibt entsprechende Informationen darüber, dass diese nicht illegal verwendet werden dürfen. In der Notizen-App, aber auch in der Erinnerungs-App wurde ein neuer Bereich hinzugefügt. Erstmal kriegt man jetzt auch in vielen Apps entsprechende Splash-Screens mit Informationen. Wenn ihr jetzt aber eine neue Notiz hinzufügt und auf die Kamera drückt, habt ihr dort den Punkt Text scannen, den wir auch schon aus anderen Bereichen kennen, wo ihr beispielsweise ein Bild abscannen könnt und der Text dort raus extrahiert wird und in die Notiz eingefügt wird. Wer für den Speicherplatz bei Apple bezahlt, der bekommt eine neue Funktion in der iCloud und zwar unter iCloud Mail gibt es jetzt die Möglichkeit, eine eigene E-Mail-Domain zu hinterlegen. Dort könnt ihr dann beispielsweise eure eigene Domain hinterlegen, das heißt, es wird weitergeleitet von eurer Domain zur iCloud und eure E-Mail-Adresse endet dann nicht mehr auf @icloud.com, sondern beispielsweise auf eure eigene Domain. Wie gut das funktioniert und welche Fallstricke es da gibt, werde ich nochmal in einem extra Video zeigen, weil man da ein bisschen was beachten muss und man muss auch technisch sich ein bisschen auskennen, um diese Domain dann quasi weiterzuleiten. Eine kleine, aber feine Änderung findet ihr im Splash-Screen, wenn ihr SharePlay benutzt. Ich persönlich habe es leider noch nicht benutzt, aber dieser Button ist jetzt sehr viel größer. Dort könnt ihr gemeinsam beispielsweise mit Freunden über FaceTime Filme schauen. Es gibt jede Menge neue Emojis, müsst ihr wirklich mal auschecken, da kommt man fast durcheinander, man sieht den Wald voller Bäume nicht. Viele neue Handbewegungen hier, der Italiener beispielsweise darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe euch hier mal einen Screenshot rausgesucht, wo man ganz gut sieht, was es alles so Neues gibt an entsprechenden Emojis. Herz beispielsweise, Lippenbeißer darf nicht fehlen oder auch der Rettungsring. Auch was die Handshakes angeht, gibt es extrem viele Variationsmöglichkeiten. Hier könnt ihr im Prinzip die Farbe von der Hand entsprechend einfärben, also für jede Hand einzeln. Das ist quasi das Normale, wie wir es kannten. Jetzt hat man die Möglichkeit, die eine Hand beispielsweise hell einzufärben, die andere Hand dunkel einzufärben. Das könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Das geht bei sehr, sehr vielen Emojis. Ich habe hier auch nochmal ein neues rausgesucht, was mich beim Essen oder nach dem Essen zeigt. Aber auch das ist ein entsprechendes Emoji für Gleichheit. Die Funktion, auf die viele schon lange gewartet haben, die jetzt erst kommt, ist unter Face ID und Code. Wird im Übrigen abgefragt, wenn ihr iOS 15.4 installiert, bekommt ihr sofort die Information. Hier richten wir Face ID gerade das erste Mal ein. Dort könnt ihr dann sehen, wie das Ganze abläuft, beziehungsweise was ihr dort machen müsst.
Wir nehmen jetzt einfach mal das iPhone, machen einen entsprechenden Face ID Scan. Das hat noch nichts mit der Maskenmöglichkeit, mit der Maskenfunktion zu tun. Erster Scan ist durch. Jetzt kriegen wir die Information darüber, ob wir mit Maske entsperren wollen oder nicht. Wenn wir das antippen, wird ein zweiter Scan gemacht, wo ein detaillierter Bereich vom Auge aufgenommen wird, um mit Maske entsperren zu können. Wir können auch noch eine Brille hinzufügen beispielsweise, die muss man dann entsprechend aufsetzen, um hier einen sauberen Entsperrungsprozess hinzubekommen. Und man kann Face ID mit Maske auch jederzeit wieder deaktivieren, wenn man es nicht mehr nutzen möchte. Zu Universal Control und SharePlay beispielsweise werden auch noch extra Videos folgen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal, dann werdet ihr mal informiert, wenn es etwas Neues rund um Apple gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.